Ihr wollt wissen, wofür die ganzen Raffinerien sind? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollen hier neben vier Fabrikatoren packen. Die machen so steel-coated plates, also Eisenplatten. Daneben ein paar Gießereien, so 6 Stück. Und ich möchte noch 40 Raffinerien hinpacken. Da ich mir Montag den Brückentag gegönnt habe, machen wir das heute quasi als Doppelfolge. Das heißt, je nachdem, wie viel wir heute schaffen, also in dieser Folge, kommt der Rest am Montag. Und falls das nicht reicht, muss ich nochmal durch meinen tollen Plan gehen. Jetzt muss ich aber erstmal wissen, was brauche ich denn für die Gießereien? Nein, wir fangen mit den Fabrikatoren an. 4 Stück. Okay, Kabel nicht das Problem. Wer hätte gesagt 4, ne? Dann sind das 16 und das sind dann 32. Das kriegen wir hin. Das ist jeweils ein Stack. Bums. Ja. Stack. Haben wir. Okay, das haben wir schon mal. Das ging erschreckend schnell. Die sind immer noch da oben. So. Für die Kollegen. Davon brauchen wir 6, das sollte sogar reichen. Was wir dabei haben, also brauchen wir nur noch diese die 60 Rahmen da. Das heißt, zack, zack, haben wir die auch. So, ich glaube, die stellen wir erst auf und kümmern uns dann um die Raffinerien, weil die dürften ein bisschen mehr kosten. Wobei 400, das habe ich sogar dabei. Da wird es ein bisschen schwieriger, da wird es schwieriger und das haben wir noch gar nicht. Ja, wir machen erstmal die paar. Dann rüsten wir neu auf. Und zwar, ich weiß auch noch nicht, ob ich die hier unten irgendwie hinquetsche. Ich meine, 40 Stück dürfte ich hier nebeneinander kriegen, aber dann wird das wahrscheinlich mit dem zu eng. Das schauen wir uns also nachher mal an. Bin ich das eigentlich immer, der hier so ruckelt? Oder ist das, habe ich hier irgendwas, was... Ist ja egal. So, die Kollegen würde ich auch tatsächlich einfach hier so hinsetzen. So schön direkt daneben. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir das schon mal. Dann gucken wir, dass wir die Musik ändern. Und... dann machen wir die Gießereien. Für die Gießereien, wie machen wir das denn? Lass ich hier einen Platz? Dass ich quasi hier so mit dem Band durchkomme? Das ist, glaube ich, gar keine doofe Idee. Und dann machen wir uns jetzt ganz einfach, indem wir sagen, hier kommt ein Mast hin. Das ist so fies, das ist in der Musik. Ich denke jedes Mal, da ist ein Vieh. So, haben wir das. Jetzt nehmen wir uns die Gießereien. Das ist ja praktisch, da brauchen wir nur 6 Stück von. Und die kann ich sogar einfach daneben setzen. Das passt ja perfekt. Die stehen trotzdem direkt da dran. Und dazwischen geht das Band dann lang. Ey, das ist mega. So, 3, 4, 5 und hier die 6 hin. Da hinten brauchen wir Wasser, was aber gar nicht schlimm ist, weil wir brauchen eh Wasser hier hinten. Da muss ich dann noch gucken, wie ich das am besten lege. Was ist denn, wenn ich das Wasser, anstatt es da vorne so rumzuleiten, wie ich es bisher mache, nehmen wir den Container da weg. Das ist alles so doof. Müssen wir sowieso nochmal mit dem Öl gucken. Ich hatte doch, glaube ich, noch ein Problem mit dem...
dem Gas, das muss ich da auch noch von oben holen. Für die Kollegen, ne? Dann brauche ich das besser hier und muss das Öl eh darum. Mit dem Öl müssen wir jetzt gucken. Okay, also das haben wir schon mal stehen. Das heißt, das müssen wir da oben umbauen, das da rüber packen. Ah, kriegen wir hin. Das waren die Kollegen. Die machen mir solider Stahlwaren. Braunkohle verdichteter. Das ist verdichtete Kohle. Koksstahlwaren. Die müssen wir machen. Okay. Einfügen, einfügen. Einfügen, einfügen und fügen. So, das ist doch ganz gut. Und ihr macht mir diese komischen stahlbeschichteten Platten. Einfügen, einfügen. Muss nicht. Na, warum ruckelst du denn jetzt so? So. Wir holen uns eben die von dort hinten. Nee, nicht dahin. Hätte ich schon gerne. Sag mal. Danke. So. Dann haben wir das. Müssen wir gucken, wo wir jetzt genau das Zeug hinpacken. Das andere ist Kunststoff. Wäre es eigentlich ganz gut, wenn das Kunststoff von da käme. Okay. Wir brauchen jetzt. Das ist zu eng hier. Dann wäre die Frage, ziehe ich das da oben lang und lass die Raffinerien da oben bauen? Kann ich die in Zweierreihen machen? Vielleicht ist das interessanter. Ich glaube, das ist die bessere Idee. Machen wir jetzt Folgendes. Wir machen hier an das Ende. Packen wir uns. Den hin. Ziehen dich einmal in diese Richtung. Danke. Dich in diese Richtung. Und dann packen wir uns von da aus, Fundamente. Untergehend. Das ist ein bisschen sehr weich. Na komm, dahin. So. Haben wir unseren Weg da hoch. Okay. Ist sehr steil, dieser Weg. Also eigentlich ist er nicht steil, sondern sehr lang. Ja, macht nichts. Dann können wir ab hier quasi irgendwo so die Apparillo setzen. Und jetzt springen wir erstmal darüber. Ich mache das auch einfach mal ein bisschen breiter. Wir haben es ja. Bis dahin. Der war doof. Okay. Aber nur gar nicht so schlimm. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, ab wo ist eigentlich die Höhe, wo wir so nicht mehr durchkämen? Ich sag mal, ab hier können wir doch anfangen, die beiden miteinander zu verbinden, oder? Ja. So ist gut. Zack, da lang. Zieh
ziehen wir das mal da. Genau. Haben auf jeden Fall genug Platz, um die entsprechenden Raffinerien zu setzen. Das einzig Doofe, mich regt gerade so ein bisschen der die Nummer mit dem Öl auf. Da muss ich nochmal überlegen, wie ich das am besten mache. Ziehe ich das jetzt, also lasse ich das weiter darunter gehen und packe nur also bastel da ein bisschen um, dass ich das hintere noch nutzen kann. Irgendwie solche Sachen. Muss da ein bisschen überlegen. Ein bisschen umbauen vielleicht. So, jetzt daran. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Hier machen wir erstmal die Lücken zu. Dann ziehen wir das dahin. Machen die Lücke zu. Machen wir eben, wie es hier am besten läuft. Können wir ab hier wieder dahin gehen. Also raffinerientechnisch ist quasi hier Ende. Weil da wird es zu eng. Okay. Nehmen wir euch drei erstmal weg. Und euch drei auch. Das hier. Was das angeht, erstmal mein Maximum. Dann gucken wir in die Richtung. Hier ist sowieso zu eng. So, hier ist gut. Okay, da kriegen wir das voll. Dann können wir das so machen. Das wird doch sehr interessant hier mit der Bahn schräg dadurch nochmal. Also. Muss ich wieder Tunnel bauen. Hey, Tunnel bauen. Aber es geht ja Gott sei Dank echt einfach. So, jetzt haben wir drei. Sag mal. Und der nächste. Und da die nächste. Und das Stückchen. Dann haben wir hier oben doch schon mal eine schöne Platte. Wir könnten das natürlich auch tatsächlich noch einen weiterziehen. Nein. Weil. Da haben wir das hier auch. Und da auch. Ja, machen wir. Ups. So, wie sieht es hier unten aus? Oh,
genau 10. Ja, ist ja super. So, und da kommen hinten noch ein paar dran. Okay. Das ist doch schon mal ganz gut. Die Frage, kriege ich das hier noch einen weiter zu? Man kann trotzdem noch ungestört. Ach super, so muss das sein. Okay. Wenn ich jetzt so eine Raffinerie nehme, 40 Stück. Machen wir so. Da. Also die muss ich da hinsetzen, damit ich da hinten noch den Platz habe. Näher geht nicht. Dann könnte ich da auch wirklich anfangen. Das wird so oder so sehr interessant, wie ich das alles mache, aber da habe ich Ideen. Glaube ich. So. Das heißt, wir gucken jetzt mal, was wir so brauchen. Nee, falsche Taste. Wir fangen an, die haben wir voll. Wir brauchen Stahlbetonträger, 400 Stück. Das sind 4 Stacks. Die müssen wir jetzt nur noch finden. Ich wollte mir doch auch Schilder machen, aber da habe ich ja mit dem Quarz versaut. Wie viele Raffinerien brauche ich hier für Quarz? Moment. 3. 3 könnte ich sogar vorne hin machen. Könnte ich mal drüber nachdenken fürs nächste Mal. Oder? Weil es ja im Moment relativ zügig zu gehen scheint. Davon brauche ich jede Menge. 40 mal 20 sind 800. Das hat zu lange gedauert, ich weiß. 800, haben wir. Das waren 40 mal 30, das sind dann dementsprechend 1200. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, fertig. Brauchen wir noch die 1, 2, 3, 4. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Dann können wir fürs nächste Mal, je nachdem, wie schnell wir jetzt hier vorankommen mit den 40 Stück, können wir uns überlegen, den Quarz zu machen und in die Schilder zu setzen. Auch wenn wir wahrscheinlich bis dahin schon so viel weg haben, dass es relativ irrelevant wird. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, wir haben gesagt, ich gehe auf diese Seite. Falle nicht da runter, das ist auch schon mal gut. Jetzt falle ich da runter. Wir wollen den hier haben. Lasse ich mir einen frei oder lasse ich mir zwei frei? Na komm. Wir sind für die Kompromisslösung. Anderthalb. So, dann habe ich ein bisschen mehr Platz für Logistik. Jetzt fahre ich 20 Stück hier hin. Das ist zwar von den Zahlen her, wie die benutzt werden müssen, ein bisschen blöd. Vor allem hier für Aluminiumgedönse. Ich brauche zum Beispiel einen für Sloppy Alumina. Beziehungsweise eigentlich 0,7er. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich kann auch einfach gucken, bis da 80 steht, ne? 1, 2. Okay, das wird hier mit den Containern blöd. Ja, funktioniert schon nicht mehr. Okay. Wie machen wir das? Brauche ich hier zwei übereinander? Ja, brauche ich. Es sind drei übereinander. Aber die sind nicht, ne?
Pass auf. Machen wir anders. So. Wir haben das. Der Spaß geht darum. Ihr kommt hoch. Geht in den da drüben rein. Wir machen dich mal eben weg. Du wirst ein Problem. Also müssen wir... du bist da rumgegangen, hier runtergekommen. Das heißt, wir müssen hinten das umbauen. Da haben wir... Wir hätten jetzt gerne... Was hätten wir denn jetzt gerne? Nee, Logistik, da wollen wir hin. Nein. Da soll's rein. Nee, wir wollen, dass er da rauskommt. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier einen hinbasteln, der da hingeht. Dann müssen wir hier hoch, irgendwie. Müssen uns von dort ein Band da reinziehen. Geht der ganze Shit, läuft jetzt hier raus. In den Kollegen rein. So. Jetzt haben wir das hier oben, haben wir die beiden verbunden. Müsste es ja eigentlich reichen, wenn ich die vorne verbinde, richtig? Geht da rein, geht dort hoch, müsste dann darüber gehen. Oh, geht das überhaupt? Ja. Jetzt darf der das nur nicht wieder nach oben leiten. Tut er auch nicht. Okay, das heißt, wir lassen den jetzt erstmal leer laufen. Läuft schön. Dauert natürlich einen Moment. Aber es passiert. Und da liegt schon an. Passt. Heißt, der wird hier langsam voll. Habe ich eine Möglichkeit, das Ganze zu beschleunigen? Ja, habe ich. Schmeißen das da rein. Alles nehmen. Das da rein. Nein. Fertig. Abbauen, abbauen, abbauen. Du kommst da rein. Und der Rest bleibt wieder. Jetzt machen wir den hier noch voll. Oh, alles super. Wunderbar. So, habe ich es mir vorgestellt. Jetzt komme ich nur... Oh, ich komme doch hier hoch. Ha, sehr gut. Dahin, dahin. Passt. Wir nehmen uns die nächste und weiter geht's. Was ist da? 80 steht. Da sind wir. Jetzt. Gleich. Da. So. Passt das, wenn ich hier zwei beilasse? Das ist jetzt die Frage. Also, hier wäre einer frei. Das so mache. Ja, leck's mir doch am Orschel. Als hätte ich das so geplant. Das wird trotzdem arschknapp und eng da drin, aber im Zweifel mache ich da irgendwelche Böden rein und ziehe Sachen rauf, runter. Hast du nicht gesehen? Aber ja,
Himmel, Herrgott, Sakrament noch einmal. Dass das so gut passt. Hier werden nicht mehr. Und den. Na komm, einen haben wir noch. So. Und es passt hier, dass ich anderthalb habe, um da reinzupacken. Ey. Mega. So wollte ich den Spaß haben. Weil ich aber auch garantiert nicht haben will, ist, dass ich da runterfalle. Ja, mit Fenster wäre geil gewesen, aber nee. Tja. Kollegen mal eben hier ein bisschen absichern. So. Erstmal reicht das. Hier vorne noch mal ein bisschen. Ja, komm her. Okay, das hätten wir. Dann haben wir tatsächlich das geschafft, weil ich mich für zwei Folgen vorgenommen habe. Haben wir jetzt in einer genommen. Könnten jetzt noch die ganzen Rezepte einstellen. Aber ich glaube, das werde ich ohne euch machen. Und ich glaube, das hier ist ein recht geiles Thumbnail. Thumbnail. S-Z-U-M-E. Aber wie wird Nail geschrieben? Und ich meine nicht das Englische, sondern wie würde ich es auf Deutsch schreiben? Egal. Erstmal das. Thumbnail, wollte ich sagen. Guck mal hier. Das machen wir noch zusammen. Bam. Oh, so ist noch besser. Ja. Cool. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Äffchen.